Und damit herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ich habe ganz knapp vergessen, wo wir das letzte Mal stehen geblieben waren. Also, ich muss mich mal ganz kurz wieder orientieren, was wir das letzte Mal gemacht haben. Ich glaube, das hier hatten wir eigentlich eher befreit. Ich höre hier aber noch irgendwelche Leute. Oder irgendwen. Irgendwas. So. Ich will jetzt erstmal schauen, ob sie noch irgendwie. Schön, dass es am Gewittern ist. Achso, und als kleine Info, ich habe gerade eben, bevor ich auch mit dem Stream der Aufnahmen angefangen habe, habe ich auch einmal kurz in den Marketplace hier von geschaut, wo wir Punkte ja für gesammelt hatten. Habe ich jetzt mal fast alle verbraten, ausgegeben und ich habe keine Ahnung, wir haben Karten bekommen. Ich habe keine Ahnung, wofür die Karten sind, wenn ich ehrlich bin. Ich will jetzt aber einmal schauen, was hatten wir gemacht? Hier hatten wir ja alles durchgeballert, glaube ich. Das dürfte auch niemand mehr sein kann, glaube ich. Was passiert, wenn ich das da reinwerfe? Okay, nice. Aber ich glaube, wir haben hier alles. Da würde ich dann nochmal hochgehen. Damit können die irgendwas machen. Okay. Was auch immer wir damit machen konnten, ich weiß es nicht. Wir mal weiter. Also Quest Ziel zeigt nach da oben. Apropos Muni, ist alles voll? Nein. Hier haben wir nichts mehr. Also an links Muni. Dann geht vielleicht erstmal wieder mit der Pistole rumlaufen. Skill vergessen, glaube ich, den wir machen können. Und jetzt kurz überlegen, wie ging der noch. Ich glaube, X gedrückt halten. Oder auf dem Xbox-Controller. Ja. Da war was. Federn voll. Dann nehmen wir mal mit. Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen. So.
hier haben wir Fähigkeiten wieder zur Verfügung. Hier haben wir alles gemeistert. Aber trotzdem ist da ein Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, was wir da noch machen können. Null Plan. So, Atemkontrolle. Oder erhöhen Sie die Munitionsmengen, die Sie an feindlichen Leichen finden. Wir haben eben mehr als genug Muni. Wird vielleicht hier in diese Richtung irgendwas mal machen. Vielleicht erst einmal Gewehrexperte. So. Hier kann ich nichts machen, da fehlt noch was. Okay. Hierfür auch. Will ich das hier machen? Okay, das war's. Gibt es neue Outfits für den Markt? Nee. Ich glaube nicht. Sieht alles so aus wie vorher. Sieht das so lassen, wie das ist. Könnte von da oder von hier laufen. Okay. Da vorne ist noch was. Eine dünne, geriffelte und zerbrochene Pfeilspitze. Kommt mir bekannt vor. Die Form erinnert an in Amerika gefundene Pfeilspitzen. Diese Technik war wohl auf der halben Welt verbreitet. Okay. Achtung, der Kontakt zu dem Team, das das Tal durchkämmt, ist abgebrochen. Habt ihr den Kontakt? Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen, aber Konstantin geht kein Risiko ein. Irgendwo in der Nähe muss noch welche sein. Ich glaube da oben. Ah ne, doch. Das ist nicht mehr gebückt. Okay. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Warte mal, haben wir hier vielleicht irgendwie was? Das hier habe ich vergessen. Ich will jetzt nicht nochmal zurück. Hier habe ich auch noch was vergessen, obwohl da kamen wir nicht dran. Oh.
auf! Mich vermutlich sehen. Ja, okay, ich glaube, da kommen wir nicht mehr ran. Hier beschützen. Die göttliche Quelle. Den Teil kapiere ich noch immer nicht. Hi, Oldcoin. Was diese Quelle auch ist, sie muss etwas Wertvolles sein. Wie geht's dir, Oldcoin? Da ist noch was. Ja, bei mir auch soweit ganz gut. Ich weiß nicht, ob du das... Ah, hier hätten wir... Okay. Hat wieder nicht gefunzt. Warum? Ich wollte darüber. Es ist wirklich soweit. Was? Wenn die okay, Atlas noch einmal. Da drin finden, was dann? Der Atlas ist eine Karte. Er weist angeblich gucken, den Weg jetzt zu zuerst von dem Weg Einheimischen hier beschützt. Die göttliche Quelle, die Konstantin sucht. Den Teil kapiere ich noch immer nicht. Was diese aber Quelle sonst auch so ist, sie muss etwas Wertvolles okay. sein. Aber die Firmentypen... So, jetzt aber. Jetzt haben wir sie. Jetzt hat er es auch gefunden mit dem. Warum hat es gerade nicht gefunden? Ich bin weit runtergefallen. Wieder mal. Ja, super. Jetzt aber. Okay, hier hatten wir aber vorhin, glaube ich, zu sehr in der Ecke. Versuch
irgendwie zu landen und das hier aufzufangen. Ich glaube, deswegen hat das vorhin hier nicht geklappt. Finden wir einen Weg in die Kathedrale. Überflutet das Archiv. So, sind wir jetzt in der Kathedrale? Diese Ruinen verbergen vieles vom Marder. Sie können weder zu tief noch zu schnell kommen. Die Männer sind doch schon vorsichtig. Vorsichtig? Wieso? Wir haben keine Zeit mehr für Vorsicht. Und ich habe auch keine Geduld mehr. Falls alle meine Männer da unten sterben. Wir sind alle entbehrlich, Commander. Was zählt, sind Ergebnisse. Der Einsatz ist zu hoch. Wir sind auf der unteren Ebene, aber es gibt ein neues Problem. Wir haben die Nachricht verloren. Was heißt verloren, Commander? Kein Funkkontakt, kein Sichtkontakt. Nichts. Dann machen Sie ohne sie weiter. Das sieht der Missionsplan nicht vor mehr. Es würden zu viele unnötige Risiken. Ziel ohne sie erreichen? Nein, ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Ich brauche taktische Unterstützung. Nein, wir haben mit diesem Tal schon alle Hände voll zu tun. Wenn Sie glauben, verfolgt zu werden, machen Sie schneller. Ich wollte jetzt wissen, ob wir unten nicht vielleicht noch irgendwas vergessen haben. Ich habe keine Ahnung, wie lange das hier noch dauert. Er muss da unten sein. Töten dich in derselben Sekunde. Das ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. So, da gibt's noch was. Croft macht uns weiter Schwierigkeiten. Sie hat die Talbevölkerung aus ihren armseligen Hütten geholt und zu mehreren Siegen geführt. Ich wünschte, ich könnte ihr klar machen, wie falsch sie liegt. Wie fehlgeleitet ihre Moralvorstellungen sind. Notlösungen helfen der Welt nicht mehr. Ein einzelner Held rettet sie nicht. Die Idee, die göttliche Quelle der Welt zu zeigen, wäre lächerlich, wenn sie nicht so gefährlich wäre.
Hab ich geglaubt, man könnte sie auf Trinitys Seite ziehen? Ja. Aber jetzt nicht mehr. Wir waren uns nah, sie und ich. Es gibt eine Bindung. Aber ich fürchte, es gibt keine andere Wahl. Sie muss gebrochen werden. Und es ist möglich. Ich habe schon stärkere gebrochen. So, gibt's da hinten auch noch was? Kann ich da rüber? Kann ich hier balancieren? Ja, natürlich muss das hier voll sein. Wer ist denn das? Okay, ihn kann ich nicht rufen. Kann ich nochmal drauf schießen? Ja. Da habe ich trotzdem Munitionsverschwendung. Das ist er. Das muss er sein. Gibt's hier was Neues? Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. So, hier. Was können wir noch nehmen? Ich würde mal vielleicht Pistolen-Experten nehmen. Danach die Schrotflinte und danach den Bogen? Oder andersrum? Bin mir noch nicht sicher. Die anderen Sachen müssen wir auch noch hier machen. Wie schalte ich die hier frei? Dreifachschuss muss ich freischalten dafür. Hier haben wir Dreifachschuss. Doppelschuss? Wo haben wir Doppelschuss? Ach, hier Doppelschuss. Dann hier Dreifachschuss und dann genauer. Okay. Verbesserter Auswerfer. Der verbesserte Patronenausbruch reduziert die Störanfälligkeit und verbessert die Schussfrequenz. Anwendbar bei allen Pistolen mit Magazin. Oder Großraummagazin. Ein größeres Magazin ermöglicht mehr Schüsse, bevor nachladen wird. Hier kann ich immer noch nichts. Dann würde ich hier vielleicht nochmal bei der Pistole das hier machen. Im Großraummagazin. Warte, habe ich da immer noch was? Ich könnte bei den anderen noch was machen, aber mir gefällt das Modell vom Bogen besser. Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Ja, ich bin auch Fan davon. Weniger Nachladen, mehr Munition. Hier haben wir schon mal einen Brauger aus Skyrim. Ein paar mehr. Oh, dieser Geruch. Oh nein. Lebendig verbrannt. Ja, sieht immer lecker aus. Oh Gott! Wie kann ich? Warum kann ich nicht? Ich will! Oh, Doktor! Schnell, mach das äußern. Aufhört! Sollen wir oder sollen wir nicht? Ich kann nicht. Warum kann ich nicht? Ich will. Doktor. Bitte. Ich glaube, er stirbt jetzt eh. Komm. Wir sind mal scheiße. Wer könnte das getan haben? Was zum Teufel ist das? Wer weiß, vielleicht kommt da noch ein Leben irgendwie raus und denkt drüber nach, ein neues Leben anzufangen. Oh.
Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn. Aber er weiß dies von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder, aber er entkräftet solche Behauptungen. In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz dem Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt. Okay, hier brennt auch weiterhin alles. Warum haben die anderen nicht diesen Weg gefunden? Warum haben wir es eigentlich so einfach und die anderen stellen sich in Anführungszeichen doof an und finden den Weg? So, von der Logik her. Jetzt können wir nur dieses diesen Tempo halten. Das Ding kennen wir aus Baldur's Gate 3. Hat eine andere Frage. Schinks, 3000 Credits verdient. Grüße gehen raus an Schinks, das ist ein Kollege von mir. Ich glaube, der ist hier gestorben. Ich glaube, dazu deutet das. Entdeckt! Mist! Jetzt haben wir ihn.
genug dran? Alle erledigt haben, ne? So macht man das. Oh, jetzt, wo ich das so gemacht habe, ich habe wieder Bock, Assassin's Creed zu spielen. Aber da werde ich mir noch ein Weilchen Zeit lassen. Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Nichts wie weg. Muss noch hier sein. Ausgänge sichern. Wir müssen das Paket zurückholen. Was ist mit diesen Dingern? Haben wir sie abgehängt? Hier!
Feuer! Hab sie gefunden! Dann müssten wir jetzt auch alles haben, damit wir die Baba Yaga Questreihe zu Ende machen können. Okay, das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Reicht das nicht? Nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Okay, Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Okay, hier wird geballert und hier habe ich irgendwas leuchten sehen gerade. Ich hätte doch gerade auch was geleuchtet. Noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Nice, wieder Fähigkeiten. Okay, ich würde vielleicht den Bogen jetzt nehmen und dann die Schrotflinte. Warte, da habe ich was vergessen. Den verbesserten Auswerfer machen wir jetzt. Und den belüfteten Schlitten machen wir danach. Oh, ne, den können wir jetzt machen. Schnellfeuermodifikator können wir. Modifizierter Auswerfer. Ausgeweiteter Lauf. Der größere Lauf im Durchmesser bietet geschossen mehr Raum und birgt so zusätzlichen Schaden. Klingt mal gut. Können wir hier nochmal was verbessern? Da fehlt uns ein bisschen zu viel Tierfell. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. So. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Ja, Lara, das haben wir schon kapiert. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hier jetzt reinzugehen. Dylan!
Scheiße. Moss, Dylan hat's erwischt. Was? Auf keinen Fall, er ist tot. Etwas hat ihn gepackt. Wir sind übrig. Wir müssen weitergehen. Zusammenbleiben. Kommt wieder Assassin's Creed-Style? Ja, oder? Immer noch kein Funkkontakt? Nichts. Ich glaube, wir sind das Einzige übrig. Wir müssen uns zurückziehen. Den Weg, den wir gekommen sind, können wir nicht nehmen. Man sucht gefälligst einen anderen Ausgang. Wenn wir hier bleiben, sind wir tot. Alles klar, Ortmann, bis gleich. Okay, es ist haben wir das doch ein bisschen gemeistert. So, einmal alles nachladen. Keine Pfeile mehr. Doch, gab's noch welche. Ich glaube, hier müssen wir lang. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Jaha. Sie waren wohl stets für den Krieg gerüstet. Sie müssen hier gelagert worden sein. Aber diese Behälter sind beschädigt. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Das sind so viele. Ah, okay. Hier kriegen wir griechisches Feuer oder hier? Was haben wir da? Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kran anheben können. Machen wir erstmal das da. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Okay, da, also wir müssen erstmal hier bleiben. Das ist der Ausgang wahrscheinlich. Thank you.
das dann da jetzt losschneiden? Übrig. Warum ist da jetzt blaues Feuer? War griechisches Feuer wirklich blau? Bin dann leider nicht so geschichtskundig. Wohl noch ein Gefäß. Ja, hier. Einmal losschneiden. Ich hoffe, das kommt auch da an. Okay, den Weg können wir vergessen. Also die da. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja, Lara, das wissen wir. Ich glaube, wir müssen irgendwie da rüber. Ich dachte, wir könnten da so... einfach so wie in Assassin's Creed einfach so auf der Statue balancieren. Da kann man durch. Das wird später ein Durchgang sein. Kennt man zumindest schon mal. Die Kirche des Westens hat ihre Gesandten geschickt. Selbsternannte Soldaten Gottes, die Ritter des Trinity-Ordens. Sie wollen den Propheten zum Schweigen bringen, seine Blasphemie beenden und unsere Bewegung ausmerzen. Aber es ist zu spät. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Jeden Tag kommt es im Forum zu Gewaltausbrüchen. Der Prophet weiß, dass wir ihnen nicht gewachsen sind. Daher müssen wir Konstantinopel verlassen. Wir werden in die Wüste gehen, um neu zu beginnen und das Werk des Propheten fortzusetzen. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ich glaube, ich kann nur das eine sagen. Mittlerweile. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ja, Lara. Danke für die Info, Oldcoin, dass ich ein Gefäß für griechisches Feuer brauche. Ich wusste es nicht, also danke für den Tipp.
Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Also wäre mir gar nicht aufgefallen, dass ich das brauche. Jetzt erstmal ist die Frage, okay. Krieg von da schon doch irgendwie auf. Muss schwierig gewesen sein, so viele unbeständige Komponenten zu mischen. Warte mal. Ich glaube, das Ding muss zuerst gesprengt werden. Den Weg etwas frei machen. Also okay. Du hast ja mitbekommen, ich habe ja nach Hilfe gefragt, so, weil ich es einfach nicht wusste, was ich brauche. So, vor allem, ich habe einfach seit keine Ahnung wie lange keine Anhaltspunkte von Lara bekommen, so was ich brauche. Also, das war schon in Ordnung. Marktplatz einlösbar. Jacob, ich hab's geschafft. Oh, ich bin draußen. Lara, Gott sei Dank. Es geht Ihnen gut. Bringen Sie den Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs. Perfekt.
jetzt eigentlich mittlerweile endlos unter Wasser bleiben können. Hier gibt's Geld. Wir müssen wieder zum Schwarzmarkthändler hier. Ein paar Sachen kaufen. Apropos. Einmal kurz alles nochmal nachladen. Okay. Bleib mal bei der Pistole. Die mag ja meist. Abgesehen vom Boden. Kipplaufflinte. 2 von 4 gesammelt. Wie viel haben wir eigentlich von der Story geschafft? Wo sehe ich denn das nochmal? Bin nicht. Vara! Vara! Bist du da oben? Jonah, bist du das? Kleiner Vogel! Du bist am Leben! Ich wusste es! Mein Gott! Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben. Du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Okay, Jonah ist auch wieder da. Geothermales Tal. Wir sind wieder da. Perfekt. Wer ist denn das? Lara, gut, dass Sie noch bei uns sind. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt. Aber wir drängen sie zurück, wo wir können. Wir können ihre Hilfe immer brauchen. Wir wissen, dass wir ihnen vertrauen können. Ja, okay, mal kurz gucken. Kann ich jetzt hier... Da ist... Da muss ich jetzt hin. Okay. Kann ich jetzt die anderen Sachen hier einsammeln? Nein, das wollte ich nicht. So, Lara, brauchen wir nicht noch ein Gefäß mit griechischem Feuer? Ich will jetzt die ganzen Sachen einsammeln. Wo war das nochmal? Da unten. Ich glaube, den Sprung würde ich nicht überleben. Ja, stimmt, wir können jetzt da rein. Das optionale Grab. So. Das ist auch voll. Können wir endlich hier hin. Okay, den kriegen wir aber jetzt glaube ich noch nicht. Thank you.
ja einen Witz, was passiert, wenn wir da runterfallen. Aber erstmal hier. Lagerfeuer. So. Notfinden-Experte oder vielleicht doch Pindra? Nee, nicht Pindra. Hirschinstinkte. Atemkontrolle. Ja, was haben wir hier? Schnellere Herstellung von Druckobjekten und Munition im Lauf. Listenreiche Kämpfe. Feinde, die durch hergestellte Objekte erledigt oder außer Gefecht gesetzt werden, bringen mehr Erfahrungspunkte. Können die aus Rumpf-Benzinkanistern, Bomben und aus feindlichen Funkgeräten Annäherungsminen her. Hohlspitzgeschosse. Stellen Sie Pistolenkugeln her, die großen Schaden lodern und sich für eine tödlichere Wirkung beim Aufprall ausbreiten. Machen wir das. So, es hat hier gespeichert auf jeden Fall. Jetzt will ich wissen, was passiert, wenn wir da reinfallen. Okay. Da passiert ein normaler Tod. Also. Ja. Ich hatte gehofft, auch irgendwie so eine. Ein Schriftrollenbehälter. Verziert mit Elfenbein und Edelsteinen. Ich hatte irgendwie auf so eine Szene gehofft. So eine Sterbeanimation oder sowas. Untersuchen, um versteckte Informationen zu finden. Wo muss ich untersuchen? Interessant. Er wurde mit einem festen Lederriemen versehen und diente zur Aufbewahrung von Pflanzen. Beingefäß. Es wurde wohl aus einem einzigen Stoßzahn geschnitzt. Recht einfach gehalten, aber der Detailgrad der Schnitzerei ist beeindruckend. Ja, aber der guckt ein bisschen weiter zur Seite. Ah, okay, die... Die gucken alle nicht immer in dieselbe Richtung. Manche geradeaus, manche nach links, manche nach rechts. Hier gibt's auch noch was. Die Toten stauen die Flüsse. Das Blut unserer Kinder fließt durch das Tal. Wir leben. Aber womit? Unsere Stadt ist begraben. Unsere Söhne und Töchter ermordet. Lässt uns der Mut weitermachen? Oder der Wahn? Die Gefallenen haben jetzt Frieden. Wann finden wir ihn? Bald. Besorge ich dafür. So. Muss ich überhaupt hier hoch oder muss ich nach oben? Ich glaube, ich muss nach oben. Badehaus.
Ja, Lara sieht auch aus, als könnte sie einen Bart gebrauchen. Viele Tote. Was ist hier passiert? Kein Anzeichen von Gewalt. Also ich glaube, ich kann es mir schon denken, warum es so rot ist. Aber was ist dann das Grüne hier, was hier auch noch überall im Wasser ist? Es muss einen Weg da reingeben. Das Gülle-Speicher. Ja, okay. Gut, dann müssen wir extra nochmal reinspringen. Ja, okay. Ich hatte aber auch erstmal gedacht, das wäre eine Kloake. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Das war der Ausgang. Warum in dem Bereich das Spiel bei mir ruckelt? Warum auch immer? Und was ist dahinter? Oder in dem Glas? Jetzt nach oben getinkt, also mit dem Haken. Ich wollte, dass den einen Sprung da macht ins Wasser. So ein gesonderten. Fixieren können. Leerlaufen. So.
jetzt haben wir hier noch mehr Wege, die wir durch können. Okay, das sieht für mich nach demselben Spiel aus. Wir können unsere Kinder nicht unter der Sonne verfaulen lassen. Aber es sind zu viele Gräber zu graben und die Erde ist hart. Wozu bräuchten wir jetzt noch Freizeit? Dieser Ort wird, wie so viele andere, nie wieder vor Lachen widerhallen. Wir haben die ganze Welt zum Grab gemacht. Die Toten sollen ruhen. Das schulden wir ihnen. Wieder hier. Wo muss ich genau hin? Oder was muss ich genau machen? Da kommen wir eh nicht mehr hoch. Noch ein Abschluss. Aber keine Wände. Lara, hast du eine Idee, wo hier eine Winde sein könnte? Erst einmal wahrscheinlich wegziehen. Das Plan könnte funktionieren.
war der letzte. Zur Bestattung zurechtgelegt. Ein Massengrab. Muss ich das kaputt schießen hier? Fürs Bergsteigen zu sein. So, neue Fähigkeit gemeistert, eiserner Griff. 7 von 9 Geheimnisse gefragt. Okay. Ja, abgeschlossen. Bäder von Kitesh. Hier in dem Bereich haben wir nichts mehr. Kann ich auch nicht markieren gerade. So, okay, Fähigkeitenpunkt haben wir nicht, aber haben wir hier was machen, irgendwas verbessern können? Hier können wir was verbessern. So, Schnellfeuermodifikator. Laufmantel. Eine Metallhülle schützt den Anwender vor einem erhitzten Lauf und ermöglicht ein schnelleres Nachladen. Röhrenmagazin erweitern. Magazin erstmal. Den modifizierten Auswerfer. Okay. So, aber